Ja, mein Name ist Marcel Reuter, ich bin 17 Jahre alt und ja, das hier ist ein Today in the Life ISPO Edition. Also wir fahren jetzt nach Augsburg in die Skatehalle, wie heißt die? Blue Box. Und ja, heute Abend Hotel und morgen ISPO. Yeah. Wir sind jetzt, wo sind wir? Bei McDonald's. Reutlingen. Ich habe eigentlich die Ortschaft gemeint. Reutlingen. Ja, wir sind bei McDonald's. Aber da steht's, wir sind bei Westhausen. Ja, nichts Bekanntes. Hoffentlich um 12 in Augsburg. Ja, dann fahren wir. Ja, wir sind jetzt hier in Augsburg und die Halle ist scheiße. Ja, warum ist die scheiße? Einfach scheiße. Ich mag den Park nicht. Ich will keine 10 Minuten hier. Nein, ich mach kein Knill. Hast du gefilmt? Kommt immer cool, wenn ich sag, nein, ich mach kein Knill. Notes. While I take totes of the marijuana smoke, throw you in a choke, gun smoke. Biggie smokes for mayor, the rat slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and her North Face off her back. Jab her if she act funny with the money. Oh, you got me mistaken, honey. I don't wanna rape ya, I just want the paper, the visa, capisha. I'm out like the vapors. Who's the one you call? Buttercup! Oder war doch Buttercup? Ja. Also wir waren jetzt in Augsburg, im Skatepark. Ich fand den nicht so toll. Niemand fand den toll. Der findet aber auch alles toll, was deine toll Meinung ist. Zählt nicht. Ja. Geld, das Meckrummer, das zählt nicht. Ja, und jetzt fahren wir halt nach München ins Hotel. Und dann gehen wir in die Innenstadt. Haben wir ein Zimmer mit Meeresblick? Wenn es den Müll gibt, dann ja. Gut. Wo sind wir? Drei. Ja. Drei. Hast du gefilmt, wie ich auf drei gedrückt habe? Nein. Ich lauf. Mach mal Teile, wie wir hochfahren. Ja. Oh, nett, doch, sind wir richtig? Was sind wir nochmal? Wo müssen wir lang? Da? Hallo MTV, das hier ist mein. Ich bin Marcel Reuter. Willkommen bei MTV Cribs. Das hier ist mein Hostel. Was ist das? Brandalarm machen. Mein Hostel sieht aus wie eine Irrenanstalt. Hört ihr schon die Leute schreien? Wie die Sternsänger hier an der Haustür klingeln. Ja. Wir gehen jetzt zurück in unser Zimmer. Also in mein Zimmer, die gehören ja alle mir. Da ist Chris. In eins von deinen Zimmern. Mit einer Normaltüte. Ja. So, wir sind jetzt hier im Hostel, Hotel, was auch immer angekommen. Ich kann was aussuchen, wenn wir da oben oder unten. Was? Voll der Knast. Wie viel kriegst du jetzt? Ich will hier reisen. Ich weine heute Nacht. Was? Ah ne, du musst was nicht haben. München, Dirndl, Lederhose. Ey, ich kaufe mir Dirndl. Oktoberfest, Skate Factory. Hashtag, oh Mann, ich will ein Bild vom Hardcore Café machen. Sag mal Geilomat. Geilomat ist Porno Geilon. Wollte ich auch gerade sagen. jetzt aber mal ernsthaft, wir filmen jetzt, wie wir reinlaufen, wie die coolen halt Skate-Fans. Und ich mal sagen. Ey, jetzt soll ich mal fragen, ob ich das Huhn umarmen darf? Sag mal eine Bild. Ich will das Huhn umarmen. Darf ich dich umarmen? Darf ich dich umarmen? Darf ich dich umarmen? Guck mal. Ja, klar, komm her. Wenn es eine Frau wäre, wäre es geil, aber du bist halt ein Typ. Ich bin eine Frau, das weiß ich. Ich bin eine Frau, das weiß noch keiner. Wahnsinn. Ich hab's Huhn umarmt. Der hat lackierte Fingernägel. Du hast die Chicks am Start. Ja, ich hab die Chicks am Start. Ja, die Speicherkarte von den Street Clips ist leider geklaut worden. Nein, die Kamera war leer. Der Akku war leer. Du, der Chef hat sich jetzt mal die ganzen Normans-Typen rein. Ehrenamtsdisco. Ja, und jetzt gehen wir schlafen. Um morgen für die ISPO wach zu sein. Wir haben null. Wach nein, zu wir haben. Sein. Wir haben. Warte mal, was haben wir? wir haben 4.37 Uhr. Und ja. Ich hab meine Uhr. Nein. Um 7 müssen wir aufstehen. Also bis gleich. Ja. Ja. Also wir sind jetzt Frühstück. Wenn man das Frühstück nennen kann, ja. Ja. Ich hab hier so ein komisches Tiramisu.
Und wir sind überall draußen. Es ist jetzt 15 nach 7. Hotel International. Internationale. Die machen anscheinend hier Kampfsport. Taekwondo und Karate habe ich bis jetzt gesehen. Wir haben gestern die Skater von Volcom gesehen. Wo? Die sind unten in die Ding reingelaufen, in die Disco. Echt? Die sind auch hier im Hotel. Ja. Hier ein bisschen. Besser. Und das der Volcom Skateboarder. Ja, die haben das Volcom Skateboard an, T-Shirt an und sahen original aus wie Skateboarder. Ja, gut, aber das Volcom ist, ist die Frage. Die steigen hier normal nicht ab, gell? Doch. Die haben geilere Hotels. Ja, das halt auch Volcom. Ja, der hat es gesagt. No. Der eine sah so aus wie der fette Skateboarder von Volcom. Ja, die sehen doch alles aus. Aber Volcom ist halt hier normalerweise ein gutes Hotel. Das werden irgendwelche Händler sein. Die ganzen Händler sind unterwegs aus dem Ausland. Die sehen alle gleich aus. Was ist denn das? Aber Volcom bringt seine Leute hier nicht rein. Müsli mit dem Zeug. Wie? Ich hätte aus, dass sie ihn reingepiest wurden. Was? Lecker, lecker essen. Du hast du gegen die Linse geschmiert, Alter. Ja. Also, wir sind jetzt gerade im Hotel ausgecheckt. Frühstück war voll eklig. Ich will da nie wieder hin, das war voll die Klapsmühle. Und ja, jetzt fahren wir auf die ISPO. Wenn die sich mal beeilen. Und ja, Mats ist ein bisschen mit Schnee ausgerastet. Jo. Der hat alle abgeschmissen. Leute, Schnee! Das telefoniert er? Ja. Ja. Feine Butter. Ja, das ist jetzt hier auf der ISPO seit einer halben Stunde oder so. Wir waren schon bei Planstutters. Wir haben neue Produkte gesehen. Bei AO waren wir. Wir waren noch bei Micro. Epic. Chili. Epic Chili. Phasen Phoenix Blunt. Phasen Phoenix Blunt, ja. Ist auf jeden Fall geil, die neuen Sachen. Boah, hier riecht nach Essen. Ja, und jetzt gehen wir in der Sport hier. Gratis, warte. Gratis, Kalis. Champagner für alle. Business und so. Champagne for the brain. Hier ist Champagne for the brain. Champagne for the brain. Die Fame geile Köln. Ja, wir gehen jetzt essen, oder? Wir gehen jetzt. Ja, wir dürfen leider keine Fotos machen, weil die Produkte für Müll sind. Also wir haben jetzt hier eine kleine Pause gemacht, weil die was essen wollten. Da waren wir bei Volcom und was weiß ich, AO waren wir. Bei AO waren wir Land. Ja, waren wir noch. Micro, Chili, hab schon gesagt, scheiße. Sexualität, ja, zum Metke gehen wir gleich. Und Alter, ich wollte Ihnen was sau Wichtiges sagen. War ein guter Fahrer. Ja. Ich wollte ihm was Wichtiges sagen. Keine Ahnung. Ja, Claudius Vertesi ist King. Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Nein, das schneidest du raus. Das ist urpeinlich. Ich mag diesen Jungen nicht. Der macht 10 Flares in einem Lauf. Warum? Wollten wir nicht zu Intersport was essen? Ich habe jetzt hier mein Brudi. Klamotte Brudi. Die Kappe ist voll hässlich. Alter, ich hab die Kappe verloren im Bus. Ey, die Kappe ist voll ausgewaschen bei mir. Die ja, aber ich hab das mehr. Tank aber auf jeden Fall. Das Tank doch nicht in meinem Schrank, wenn es warm wird. Dann, ja. Ohne Scheiß. Ja, der ist zwar hässlich, aber ich feier den. Dankeschön. Hässlich und stolz. Ich hab Heineken von den Epic-Typen bekommen. Und wir haben JD gesehen. Ja, Mann, JD hängt da hinten. Also, wir laufen jetzt mal hier so ein bisschen über die ISPO. Ja, nee, wir gehen jetzt zum Metke. Ich zeige euch ein paar Stände, aber wir gehen erstmal zu ISPO. Komm. Wir machen jetzt gut. Zum Metke. Wir sehen uns gleich bei Met. Ja, also wir sind jetzt hier wieder im Wiesloch. Ich muss extrem scheißen. Und das war mein Day in the Life. Wir konnten leider nicht so viel sehen vom Fahren filmen. Das ist abnormal kalt. Das ist abnormal kalt. Und wir sind müde und scheiße. Da wir nicht so viel Fahrclips filmen konnten, weil Augsburg nicht so berauschend war und ISPO, der Park auch nicht. Du wirst zensiert. Okay. Filmen wir nochmal Day in the Life.
richtigen Daniel Life von mir, von meinem Standardtag. So gut. Ghetto Street. Coming soon. Biatch cut.